Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem nächsten Interview heute mit Paddy, einem der Founder von DMC Universe. Und ja, ich denke, für die Leute, die dich noch gar nicht kennen, ob du dich einfach mal am Anfang vorstellen möchtest, was du machst, woher man dich vielleicht sogar kennen könnte. Ja, gerne. Also erstmal, hi Manuel, freut mich, dass ich heute hier sein darf und dir ja mit dir zusammen ein Interview machen darf. Freut mich mega. Normal bin ich ja immer auf der anderen Seite, habe ich ja schon auf Twitter geschrieben und führe die Interviews. Heute bin ich der Interviewgast. Freut mich aber, wie gesagt, auf jeden Fall. Kurz zu mir. Also ich heiße Patrick und bin 21 Jahre alt und mache, genau, seit 2,5 Jahren bin ich jetzt in Krypto drin und in der Community seit 2021 Ende aktiv. In der DeFi-Chain-Community, habe dort einen Podcast in the Market, einen Newsletter auch in the Market, wo es halt einfach um die DeFi-Chain-Themen geht und ja, Meta-Chain-Themen jetzt. Und genau, das neueste Projekt, wo ich gerade dran baue, ist DMC Universe, wo ich mit dem Optim zusammen mache. Genau, da geht es quasi darum, den Zugang zur DeFi-Meta-Chain einfach zu gestalten. Man kann sich dort über Projekte informieren und so weiter. Aber ich denke mal, da werden wir gleich noch drauf eingehen. In dem Sinne, vielen Dank, wie gesagt, nochmal, dass ich heute hier sein kann und ich freue mich aufs Gespräch. Geht mir genauso. Wie du jetzt gerade erwähnt hast, du bist eigentlich ja der Interviewer. Wie kamst du dazu? Das war, keine, also ich habe es einfach gemacht irgendwie. Ich habe irgendwie so gesehen, damals in der Community hat irgendwie so der, ja, hat mir das irgendwie so gefehlt. Also irgendwie gab es YouTube-Videos, ja, aber ich habe gemerkt, ah, es gab noch keinen Podcast. Und ich muss sagen, ich mache auch Musik nebenbei. Also ich bin auch Produzent und habe dann halt schon ein bisschen Erfahrung gehabt, wie man so Audiospuren aufnimmt und so weiter. Und habe dann gedacht, hey, wieso nicht? Ich habe ja schon das Know-how und kann quasi einfach dann das Gleiche anwenden. Zudem diskutiere ich gerne und rede viel, wie man vielleicht merkt. Und genau, da habe ich das quasi kombiniert, habe einfach einen Podcast gestartet, habe am Anfang richtig, richtig viele Leute angeschrieben auf Twitter. Also ja, da wurde irgendwie jeder von mir zugespammt mit einer langen Nachricht, ob er Lust hätte, in einem Interview dabei zu sein. Hat mich aber, wie gesagt, dann auch dazu gebracht, dass ich dann diesen Podcast gestartet habe. Und am Anfang haben die Leute ja gesagt, waren direkt dabei. Es gab den Podcast noch nicht, das war damals. Ja, was wo ich gesagt habe, okay, machst du das mal, testest du es aus und so kam es eins zum anderen. Ja, das war so, wie der Podcast gestartet hat, genau. Okay, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr in die Vergangenheit gehen, in den Kryptobereich selbst, wann bist du da etwa eingestiegen? 2021, genau, in der Mitte des Jahres ungefähr. Und da habe ich ja einfach über einen Freund von meinem Vater so ein bisschen über Kryptowährungen gehört, über Bitcoin und habe mich dann halt irgendwie richtig, das hat mich irgendwie gecatcht damals und dann habe ich mich so damit befasst, eingelesen, vor allen Dingen über YouTube viel, Bücher gelesen auch. Ich lese eigentlich nie Bücher, also sehr selten, bis zu dem Zeitpunkt halt und seitdem lese ich auch andere Bücher und so weiter und darauf kam es, dass ich halt mich mit Blockchain auseinandergesetzt habe, viele YouTube-Videos geschaut habe, ich habe den Julian seine Videos geschaut damals und bin dann so auch in DeFi-Chain reingekommen. Genau, aber es hat mich wirklich gecatcht. Also ich habe wirklich mich viel damit auseinandergesetzt und bin jetzt natürlich bei weitem kein Profi, aber also was das ganze Wissen und so angeht, aber man, ja, es ist einfach ein spannendes Thema und damals hat es mich halt gecatcht und ich habe mich dann ein bisschen reingefuchst. Genau. Es ging mir gerade etwa gleich so. Also, ich bin gerade etwa um den gleichen Zeitpunkt eingestiegen. Ich bin nicht über Julian Hosp aufmerksam geworden, sondern durch Hong, weil ich früher recht viel Pokémon Go gespielt habe und durch das bin ich dann auf seinen Channel wieder mal gestoßen und bin dann halt auch auf die DeFi-Chain gestoßen. So haben wir sogar schon die erste Community-Frage von dir beantwortet, halt, wie du auf die DeFi-Chain aufmerksam wurdest. Ja. Was auch noch gefragt wurde, worauf du am meisten baust, also welches Produkt oder welche Möglichkeit, ja. Du Genau. eher Ja, am meisten Priorität hast. ich habe die Frage auch vorhin auf Twitter gesehen noch. Also wir bauen ja gerade DMC Universe und wir wollen also durch diesen neuen Layer, durch diesen EVM-Layer, den wir jetzt mit Metachain quasi haben, ergeben sich halt extrem viele Möglichkeiten. Klar, es gibt viele andere EVM-Chains auch und man kann dort halt viele Protokolle bauen, viele verschiedene und wir wollen, es kann halt, ich habe halt gemerkt, dass ich damals angefangen habe mit Krypto. Ich habe ja auch in München das auf der Präsentation schon gesagt. Es ist einfach ultra schwierig, irgendwie die Informationen an einem Platz zu haben, einen Überblick zu bekommen. Was für Sachen gibt es? Wo finde ich was und wie interagiere ich mit diesen ganzen Dingen? Und deswegen, aus diesem Gedanke heraus, haben wir quasi DMC Universe gegründet, jetzt sage ich mal, oder halt ins Leben gerufen und konnten dadurch halt unsere Vision von einfachem Zugang zur Meta-Chain, zu DeFi irgendwie angehen. Und
Das ist quasi das, wo ich am meisten drauf baue. Fokus ist definitiv auf der Meta-Chain. Bei uns kann man diese ganzen Token, die es auf der Meta-Chain gibt, beispielsweise mit einem Klick halt hinzufügen. Relativ einfach. Man muss jetzt nicht als neue Person im Meta-Chain-Ökosystem irgendwie auf Seite XY, also auf den Block Explorer gehen, die Sachen alle manuell rauskopieren. Zusätzlich läuft man Gefahr, dass man da vielleicht gescammt wird, weil diese Token-Adressen nicht, da steht ja nicht dabei, das ist die echte, sondern die mit den meisten Token-Holdern wird quasi ganz oben angezeigt. Und wenn man einfach die oberste nimmt, dann kann es sein, dass man die falsche nimmt. Und ja, wir haben einfach, also kurz gesagt, der Zugang zur Meta-Chain, Token adden, Netzwerk hinzufügen, Projekte informieren, wird durch unsere Plattform quasi einfacher. Darauf bauen wir, um quasi ja, das Ökosystem einfacher zugänglich zu machen, vor allen Dingen im Meta-Chain-Ökosystem, genau. Was auch sehr wichtig ist, weil ich denke, viele Leute, für die ist es ein großes Hindernis, überhaupt eine, blöd gesagt, nur schon eine Metamask zu erstellen und dann noch Ja. auf die DeFi-Chain, beziehungsweise DeFi-Meta-Chain zu kommen. Mir ging es sogar gleich, also ich habe auch auf Bake angefangen und dann muss ich mich auch zuerst mal mit der Light Wallet überhaupt auseinandersetzen und dann natürlich auch noch ja, mit der DeFi-Meta-Chain. Und ich glaube, da. Ja, ich selbst hätte, glaube ich, die DeFi Meta-Chain nie so einfach einrichten können, hätte ich DMC Universe nicht gehabt, weil da brauchst du schon Ja. Grundwissen. Und ich habe auch in München gemerkt, auf dem Event, dass viele Leute noch gar nicht auf der Meta-Chain sind. Ich glaube, weil sie auch diese Hindernisse haben, dass sie es einfach nicht Ja. checken oder halt die Angst haben, dass sie dann die Funds verlieren, weil sie dann gescammt werden könnten. Ja, ich glaube, wir sind gerade in so einer Phase, wo halt der Fokus auf DUSD liegt und viel, viel darum auch geht. Und wir wissen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den Fokus ein bisschen zu sehr auf das Thema lenken. Also klar, es ist wichtig, wir müssen DUSD fixen, aber es ist gleichzeitig auch wichtig, dass wir die Meta-Chain im Fokus behalten und die ganzen Projekte, die bauen. Ich habe auch in München das Gefühl gehabt, ja, irgendwie voll viele nutzen die Meta-Chain irgendwie noch gar nicht. Und wahrscheinlich ist es auch voll schwierig am Anfang, irgendwie da drauf zu kommen. Und irgendwie sind wir gerade in so einer Bubble, wo halt nur die Leute, die schon in DeFi-Chain sind, das Ganze nutzen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir 10.000 andere Leute von anderen Communities oder andere Krypto-Leute irgendwie zu uns holen, sondern eher die Leute, die schon hier drin sind, die nutzen die Meta-Chain. Und deshalb noch ein Punkt mehr, wie wir mit DMC Universe quasi nach außen pushen wollen. Wir wollen, dass die Leute über uns einen einfacheren Zugang haben und auch, wenn sie über DeFi Meta-Chain hören, auf unsere Seite klicken. Egal, ob sie jetzt neu sind oder nicht. Weil wenn sie zum Beispiel über Akt, also ja, wenn man jetzt halt DeFi Meta-Chain eingibt, zu uns kommt, soll man einfach den einfachsten Start ins Ökosystem haben und nicht, man hat ja gar keine Ahnung, wo man anfangen soll. Leute, die von außerhalb sind, die kennen ja nicht mal die Light Wallet beispielsweise. Da muss man dann wirklich mit der MetaMask anfangen. Wir brauchen einfachere Zugänge, nicht nur über Bake, sondern auch über Bridges beispielsweise, wo ich auch ein großer Supporter bin von dem aktuellen CFP, wo läuft mit der Crowdswap Bridge, die wir definitiv brauchen, um neues Kapital einfach anzuziehen, neue Investoren. Ich habe am Anfang gedacht, als die Metachain kam, ich kann einfach meine Ethereum rüberschicken auf Metachain, weil es beides irgendwie EVM ist oder so weiter, aber funktioniert halt eben nicht. Und das ist, glaube ich, schon auch noch ein wichtiger Punkt, das Ganze einfacher zu machen, das Ganze zugänglicher zu machen und diese einfache Zugänglichkeit verbinden wir quasi, oder ist die Vision, mit DMC Universe zu verbinden. Ja. Und ich finde, du sagst es richtig, es liegt ein großer Teil der Aufmerksamkeit momentan wirklich auf dem DUSD. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also ich will jetzt nicht großartig über den DUSD diskutieren, Ja. aber dass momentan viel zu eigentlich alles nur auf den DUSD liegt. Und das, ich meine, der Pack, der ist wichtig, den brauchen wir, um überhaupt wieder Vertrauen in das Projekt zu schaffen. Aber ich finde auch, der Grundstein ist noch nicht so richtig gelegt, dass das Projekt weiterkommen kann. Ich denke, dafür müssen Leute zuerst überhaupt das ganze Meta, also die ganze Meta-Chain überhaupt Ja. verstehen. Ich denke nicht, dass es einen riesen Unterschied macht, ob wir jetzt den DUSD-Pack beispielsweise in 2 Wochen oder in einem halben Jahr sehen, sondern dass wir halt zuerst wirklich mal auf dem Grundstein bauen sollten, dass das überhaupt alles funktioniert. Nicht, dass wir dann wieder einen stabilen Stablecoin haben und alles andere funktioniert halt noch nicht. Dann geht es halt Genau, vielleicht sogar noch länger. wir haben ja jetzt auch 1,5 Jahre, das hat sich ja so lange immer verzögert, Metachain, alle wollten immer, dass Metachain kommt, jetzt ist Metachain da und keiner nutzt es gefühlt, also mit keiner nutzt, natürlich, du weißt, was ich meine, es ist jetzt nicht so, dass keiner es nutzt, aber es geht halt wirklich darum, dass es nicht viele Leute nutzen. Es gab irgendwie 100 Troves, die irgendwie aktiv sind, also Vaults sozusagen in Meta-Land, und das kann halt einfach nicht sein. Also
Ich sag, wie gesagt, wir sind ja beide der Meinung, DUSD wieder back to pack, sage ich mal, aber es kann halt nicht nur das Thema sein, sondern muss so eine Balance rein. Und wie gesagt, wir haben jetzt ewig drauf gewartet auf Metachain, alle waren gehypt, jetzt ist es da und irgendwie kaum Leute nutzen es. Es kann halt auch sein, dass wenn wir zu arg den Fokus auf das eine lenken, dass dann halt die Projekte sagen, okay, irgendwie, ich bin jetzt schon ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, ein Jahr auf der DeFi-Chain, auf Metachain. Und irgendwie nutzt keiner mein Projekt und dann gehe ich halt woanders hin, auf eine andere EVM-Chain. Kann natürlich auch sein. Keine Ahnung, wie das dann in Zukunft sein wird. Aber ja, mal gucken. Also wie gesagt, die Balance ist, glaube ich, hier das Wichtigste. Es liegt wie immer in der Mitte. Und ich hoffe einfach, dass wir mehr Leute auf die Meta-Chain bekommen und dort mehr, ja, Content machen, mehr Anreize schaffen, dass die Leute Meta-Chain benutzen. Und würde es mir auch einfach wünschen, weil das einfach also schon großer Schritt ist, sage ich mal, was wir jetzt hier im DeFi-Chain-Ökosystem haben. Klar, andere Chains haben das auch, aber wir können trotzdem, das ist kein Argument meiner Meinung nach, zu sagen, ja, dann fokussieren wir uns nicht darauf, das gibt es ja schon seit 15 Jahren gefühlt und andere Chains haben das auch. Ich finde trotzdem, wir sollten auf die Projekte nutzen, die Projekte supporten, neue Projekte drauf bauen und gleichzeitig auch die Balance halten mit dem DUSD. Das ist eine sehr starke Meinung und die kann Jace zu 100% vertreten. Die Balance ist das Wichtigste und vielleicht nicht nur alles auf den DUSD lenken, sondern halt auch wirklich auf die Projekte. Ich glaube, wir können auch mal wieder so ein bisschen zu DMC Universe schweifen. Ja, gerne. Wenn jetzt jemand noch gar nie was von DMC Universe gehört hat oder sagt, okay, ich will jetzt auch auf die Meta-Chain kommen. Vielleicht schaut jetzt jemand zu, der noch vielleicht eben einen Bake-Account hat, aber noch gar nie auf der Meta-Chain war. Was würdest du den Leuten empfehlen, wie sie am besten vorgehen würden? Also wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der noch nie auf der Metachain war und von der Metachain gehört hat und gerne aktiv werden möchte auf Metachain, dann gibt es da quasi drei Schritte. Also erstmal haben wir einen vom Deems Universe, einen, jetzt geht dieser Daumen hoch, haben wir so einen Artikel geschrieben, wie man erstens die Token hinzufügt in MetaMask, wie man das Netzwerk hinzufügt. Dann haben wir in dem Artikel, sieht man auch, wie man Funds, also wie man Token von der Light Wallet, also von der Light Wallet auf die Metachain schickt, also auf MetaMask schickt. Und andersrum, wie man von MetaMask auf die Light Wallet wieder schickt. Und so kann man quasi erstmal die Schritte, wie kriege ich überhaupt Geld auf die Metachain und wie wird mir alles angezeigt. Schritt 2, oder das habe ich ja schon mit eingebaut, ist, dass man die Token bei uns quasi hinzufügt über DMC Universe. Da ist es man quasi sicher, dass man hier den richtigen Token hinzufügt und kein Scam, dass man das richtige Netzwerk hinzufügt und das Ganze halt auch benutzerfreundlich, wie gesagt, mit einem Klick. Also man muss wirklich nur Add Token klicken, dann Approve und dann hat man den Token hinzugefügt. Des Weiteren, Schritt 3, einfach mit den Projekten auseinandersetzen, mit den Projekten interagieren. Verbindet einfach mal eure MetaMask mit Vanilla Swap und macht einen Swap von einem DFI zu einem DUSD beispielsweise. Also einfach Kleinigkeiten, einfach Projekte nutzen, erstellt von mir aus ein Trove mit einem Dollar oder irgendwas halt, dass ihr da quasi interagiert. Das ist quasi in Krypto immer so, das war ein Learning, wo ich hatte. Also Learning by Doing ist quasi das Learning dann. Einfach mal ausprobieren, einfach machen. Man wird schon den Weg finden und man lernt stetig dazu. Natürlich keine No Financial Advice und so. Guckt immer, was ihr mit eurem Geld macht, aber das ist mein Take. Einfach Learning by Doing. Probiert die Dinge aus. Und ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, vielleicht kann man es ja auch in den Kommentaren nochmal verlinken, den Post, der erklärt relativ simpel, wie man die Token hinzufügt und wo man sie hinzufügt und alles quasi in einem, wie man Funds von A nach B schickt. Genau. Perfekt. Was auch für mich noch eine große Rolle spielt, ihr habt auch in der Präsentation gesagt, dass man wie Jobangebote als Projekt erstellen kann. So hat das beispielsweise Jeffs hier schon gemacht. Tut Ja. sich da noch was? Also haben noch andere Projekte da schon Sachen ausgestellt oder wird das auch genutzt im Also Moment? aktuell gibt es kein Projekt. Wir machen gerade ein bisschen Umstrukturierung bei uns auf der Seite. Wir haben eine neue, ja, wir sind gerade an einer neuen Seite dran, an einem neuen Layout der Hauptseite quasi. Und ja, da wird es auch Featured-Projekte geben, die zum Beispiel dann ganz oben stehen. Da gibt es dann quasi eine kleine Fee für Projekte, die dann ganz oben stehen wollen. Ich glaube, ich kann das jetzt schon mal sagen, weil wir werden es eh demnächst live schalten und dann können quasi Projekte uns eine Fee zahlen und stehen dann ganz oben quasi. Und da sind wir ein bisschen am Umstrukturieren. Und zu dem Jobboard, das hat Jeffs Fear damals genutzt. Und die haben, es war voll der coole Zufall, in München hat der Sebastian mir gesagt, dass es irgendwie ja von denen genutzt wurde, um Hong zu finden und Pushy für Genau, ja. die zwei Community-Positionen. Fand ich echt cool.
haben wir wieder runtergenommen von deren Seite, weil sie es eben nicht mehr brauchen, weil sie eben die Stellen schon gefunden haben. Aber hier nochmal der Aufruf an die Projekte: Wenn ihr ja offene Jobs habt, teilt es uns mit. Wir haben uns in ein Formular, könnt ihr ausfüllen. Dann wissen wir Bescheid, können das Jobboard auf eurer Seite implementieren und sozusagen können dann Leute mit euch in Kontakt treten. Und das hat, wie gesagt, auch bei Jazzsphere so funktioniert. Aber aktuell haben wir das Feature nicht online, weil kein Projekt quasi nach der Suche, auf der Suche nach neuen Stellen ist. Aber falls es ein Projekt gibt, dann kommt es wieder online, genau. Ich finde das cool, dass ihr wie so ein kleiner Hub, sag ich mir jetzt mal, seid für alle Projekte, wo sie ja wie so eine Lobby haben, wo sie ja alles machen können, Ja. eigentlich, wo die Community drauf zugreifen kann. Ich weiß nicht, ob du da schon was sagen kannst. Sind schon mehr Projekte sich am Bewerben für die Seite? Also kommt da noch mehr oder ist momentan eher Stille? Also der aktuell haben wir den Voting-Prozess pausiert, sage ich mal. Also das ist jetzt, wir haben jetzt keine, ich meine, wir sind noch so in der Startphase, dass wir jetzt nicht jede Woche irgendwie listen, sondern wir machen die Abstimmungen immer auf Twitter. Das heißt, wir posten Voting Season, das geht dann 3, 4 Tage, dann beenden wir das, dann füllt das Projekt das Formular aus, das gewonnen hat. Also man votet quasi, indem man ein Projekt unter den Kommentar in den Kommentaren markiert und das mit den meisten Likes wird dann quasi bei uns gelistet. Und dann müssen wir natürlich auch prüfen, ist das Projekt irgendwie legit. Wir wollen jetzt auch gucken, dass keine Scams da gelistet werden bei uns, sondern wir gucken halt auch, dass es halt schon seriöse Projekte sind und da halt dann researchen. Am Anfang ist es jetzt natürlich einfacher, weil klar, ich kenne jetzt auch von den Podcasts und von den Interviews halt fast alle Projekte. Ich habe mit jedem schon mal telefoniert, von jedem Projekt, das bisher bei uns gelistet ist. Und ja, also es ist natürlich geplant, neue Projekte zu listen. Wir sind allerdings gerade auch an anderen Features dran und haben zum Beispiel eine APR-Seite, ja, die ist schon fast fertig, kommt auch jetzt demnächst live. Sprich, man kann bei uns sehen, wie viel Prozent APR bekomme ich bei den einzelnen Liquidity Pools bei Vanilla beispielsweise. Und ja, falls es noch andere DEXs gibt oder andere Protokolle, kann man natürlich auch überlegen, ob man die APR hier einbaut. Also wie viel Prozent Rendite mache ich quasi in diesem Liquidity Pool? Das ist quasi das nächste Feature, wo wir dran arbeiten. Dann, wie gesagt, diese Umstrukturierung der Seite mit diesem Top-Spot quasi. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es nennen, aber das ist quasi der oberste, dass man quasi die Projekte ganz oben sieht, die dann halt eine kleine Fee dafür bezahlen. Und genau, aber ansonsten, neue Projekte sind natürlich in Planung. Wir, wie gesagt, haben aber gerade den Fokus auf diese neuen Features gelegt und werden aber demnächst auf jeden Fall wieder die Voting Season starten. Sehr schön. Hast du, was wollte ich jetzt sagen? Wie macht ihr das zeitlich überhaupt? Also, ich habe ja im Community-Event erst erfahren, dass ihr das Ganze im Moment Non-Profit macht. Wie Ja. nehmt ihr die Zeit dafür? Oder kommt ihr beide aus dem Coding-Bereich, dass ihr da schon eher erfahren seid? Oder wie macht ihr das im Moment so? Also, ja, also gute Frage. Wir nehmen uns die Zeit dafür halt einfach. Und zwar, das Ding ist halt, der Optim arbeitet, ich arbeite, also ich studiere dual. Also dual heißt Arbeit. Ich kann jetzt dual, also duales Studium für die, die es nicht wissen, das heißt, ich muss zum Uni gehen und zur Uni gehen und ich muss arbeiten. Das ist immer 3 Monate im Wechsel. Das heißt, ich habe quasi den ganzen Tag bis 17 Uhr oder 18 Uhr eigentlich immer zu. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe nicht zur Vorlesung. Das geht halt nicht. Das ist halt eben bezahlt. Dafür kriegen wir halt auch Geld sozusagen. So funktioniert das duale Modell. Aber es ist wie quasi, wie wenn du einen Arbeitstag hast oder so. Und bei mir ist es halt auch jeden Tag ja, bis 17, 18 Uhr. Und dann komme ich nach Hause und mache halt Teams Universe oder Musik. Wie gesagt, ich produziere auch noch Musik, spiele Tennis und ja, will auch noch Freunde treffen ab und zu und nochmal andere Dinge tun, aber ja, dann wird es quasi Teams Universe auch auf jeden Fall. Die haben uns da fixe Zeiten eingeplant, wo wir dran arbeiten an dem Projekt und sind auf jeden Fall jeden Tag im Austausch, was das Ganze angeht und machen uns da sehr viel Gedanken. Der Optim ist Programmierer. Er nimmt den ganzen Programmierteil. Er macht das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also ich, keine Ahnung, ich kenne niemanden, der besser programmieren kann aktuell. Also wirklich nochmal ein großes Lob. Ich weiß immer, wie viel Arbeit das ist. Neulich haben wir irgendwas umdesignt und ich habe dann irgendwie so gesagt, ja, dann machen wir das so und so. Und dann hat er es gemacht und hat gesagt, er hat irgendwie 4 Stunden dafür gebraucht. Und ich so, pff. Also schon krass. Da fließt immer so viel Arbeit rein und er gibt sich da wirklich Mühe. Ich glaube, die Benutzerfreundlichkeit auf der Seite ist echt top. Also User Interface, es funktioniert alles richtig smooth. Und ja, er nimmt sich halt auch einfach die Zeit dafür. Ich nehme mir auch die Zeit dafür und am Ende muss man einfach dranbleiben. Es ist natürlich Disziplin. Man hat nicht immer Lust, irgendwie was zu machen. Manchmal hat man auch Tage, wo man einfach kaputt ist. Da machen wir dann halt auch nichts. Das muss es halt auch sein. Also man kann nicht immer nur irgendwas machen.
Ich bin jetzt auch gerade kurz vorm Interview, 10 Minuten vorher nach Hause gekommen. Habe jetzt auch nach dem Interview noch gleich einen Call mit Joshua, wo wir dann nochmal ein paar Sachen durchgehen und neue Sachen besprechen. Dann habe ich Tennis und dann ist der Tag wieder um. Also so ist quasi der Tag. Es macht mega Spaß, wenn man immer was zu tun hat. Ist natürlich auch anstrengend. Und aktuell haben wir, wie gesagt, keine monetäre Einnahmequelle. Eventuell in Zukunft, wir sind da halt am Überlegen, wie wir das Ganze machen können, weil wir haben jetzt schon echt mehrere 100 Stunden in dem Projekt drin. Und ja, wir haben auch schon ein, zwei Donations bekommen. Aber wie gesagt, es geht darum, dass man halt auch irgendwie langfristig eine Einnahmequelle hat durch die Plattform. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht auf Krampf irgendwelche Features paid machen, sondern überlegen uns das halt. Erster Schritt ist jetzt, wie gesagt, das mit der Fee für die Projekte, die zum Beispiel dann ganz oben stehen. Es ist quasi, beispielsweise, wenn jetzt VanillaSwap irgendwie sagt, sie zahlen irgendwie einen gewissen Beitrag, dann stehen die ganz oben für 2 Wochen oder für einen Monat, je nachdem, wie lange wir es festlegen. Und dafür klicken die Leute halt quasi direkt drauf aufs Projekt, wenn die es sehen, ganz oben. Also das ist dann quasi Win-Win. Und ja, das ist so die erste. Da werden wir jetzt mal mit dem Feature vorangehen und gucken wir mal, wie das angenommen wird. Aber langfristig sind wir da gucken wir uns definitiv um, wie wir ja das Ganze monetarisieren können. Aber wie gesagt, jetzt nicht von heute auf morgen, dass wir halt Geld einnehmen, sondern nur, wenn es halt auch Sinn macht. Wir wissen, dass die Website im Moment keinen Profit abwirft. Und ja, auf der Website, wenn du runterscrollst, ja, hat es einen Donate-Button, wo du ihnen über die DeFi-Chain oder die Meta-Chain, ja, spenden kannst. Sprich, ich werde euch jetzt vorzeigen, wie das Ganze geht. Ihr nehmt, ja, hier die Adresse, geht auf eure MetaMask, auf Senden, gebt die Adresse ein. Und wenn ihr sagt, okay, sie haben mir jetzt schon, ja, mit der Meta-Chain geholfen, dann könnt ihr hier gerne auch einen Betrag spenden. Ich mache es jetzt einfach mit 10 DFI. Leider, ja. Bin ich auch nicht der reichste Mensch, aber so als kleine Geste für die ganze Arbeit, die sie hier machen, und ihr könnt das Ganze gerne auch machen, falls ihr ja Paddy und Optim bei diesem Projekt unterstützen möchtet. Ich finde das eine gute Einstellung, weil ich denke auch, wenn jetzt zum Beispiel Paid Features kommen, dass viele Leute dann eher doch abgeschreckt sind, um auf die Meta-Chain zu Ja. kommen. Trotzdem, man hat wirklich nicht auf dem Schirm, wie viel Arbeit das dahinter steckt. Weil man geht auf die Seite, man kann ein paar Sachen anklicken und man weiß gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dass ihr das in dem Sinn in der Freizeit macht, also große Props von mir, also das ist Danke. ja nicht Also, selbstverständlich. vielleicht noch. Ja, vielen Dank. Also, ich glaube, von außen sieht man es echt immer schwierig, vor allen Dingen was dieser ganze Programmieraspekt angeht. Ist echt aufwendig, also ich weiß ja, wie gesagt, wie viele Stunden er programmiert. Wir tracken quasi beide auch unsere Arbeitszeit, wie viel wir arbeiten an dem Projekt, täglich quasi, wie viele Stunden wir da investieren. Und da kommt, wie gesagt, halt schon was bei rum. Und es macht natürlich Spaß. Aber ja, ich glaube, viele Leute sehen es nicht. Bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche, wenn du YouTube-Videos machst, wenn du YouTube-Videos schneidest. Ich weiß selber, ich habe ja auch ein paar YouTube-Videos gemacht, wie viel Arbeit das ist. Du musst Videobeschreibung machen, du musst Thumbnail machen, du musst Titel machen, du musst es hochladen, du musst es schneiden. Du musst, ja, keine Ahnung, was weiß ich, also da kommt so viel zusammen und genau, das sehen oft die Leute nicht, aber ja, also auch nochmal an der Stelle Props an dich für deine Arbeit. Ich finde es echt gut, was du machst und mach das weiter auf Dankeschön. jeden Fall. Hört man sehr gerne. Das ist eigentlich bei meinem Kanal so. Ich glaube eben, das ist auch bei eurem Projekt so. Es ist doch schon eine in dem Sinne undankbare Arbeit, wenn man es beispielsweise, wenn ich ein Video über Bake mache, dann habe ich sicher mal 10 Hate-Kommentare gegen Host beispielsweise. Und ich denke auch, dass es ja bei, ich weiß gar nicht, habt ihr große Nutzerzahlen von DMC Universe? Also Also ich, ja, also das, wir was ihr haben pro erwartet Tag, habt, oder? also was wir erwartet haben, ich persönlich habe jetzt irgendwie, ich bin ohne Erwartung irgendwie reingegangen erstmal am Anfang. Also wir haben jetzt einfach gebaut und haben irgendwie geguckt, dass wir Nutzern Mehrwert bieten. So. Und irgendwann, also wir haben aktuell 150 bis 200 Leute pro Tag auf der Seite. Okay. Also manchmal sind es auch nur so 100 bis 150 oder manchmal 200. Es kommt wie gesagt drauf an. Aber aktuell denke ich mal, es pendelt sich so bei 120 vielleicht irgendwo ein pro Tag. Die größte Anzahl ist, dass die Leute diese Token hinzufügen bei uns. Dann viele nutzen auch die einzelnen Projekte, um sich zu informieren. Das ist auch ein sehr großer Teil. Und ja, das zeigt uns natürlich schon. Also wir bieten offensichtlich den Mehrwert, dass die Leute täglich zu uns kommen. Wir haben auch Preischarts eingebaut, was auch nochmal ein Punkt sein könnte, weshalb die Leute sagen, okay, wir gucken mal, was macht der Vanilla-Token, was macht der M-Land-Token. Und nochmal eine Möglichkeit, bei uns dann täglich irgendwie reinzuschauen.
Ja, also das hätte ich nicht gedacht, dass wir 100 Leute irgendwie pro Tag auf der Seite haben, aber es ist schon natürlich ein Mega-Step. Natürlich hoffentlich irgendwann mehr. Also das ist natürlich der Sinn, dass wir da irgendwann eine 1000 stehen haben oder noch höher. Genau, aber das freut uns natürlich schon zu sehen, dass wir hier Leuten den Mehrwert bieten können und ja, ist gut zu Das ist sehen. krass. Ich dachte, es wären weniger, ehrlich gesagt. Also, da bin ich schon zuversichtlich, wenn da 120 Leute täglich Token hinzufügen, etc. Ja, das ist echt eine große Zahl. Ja. Merkt ihr, dass dann, beispielsweise, wenn Leute DFI oder DUSD hinzufügen, merkt ihr, dass mehrere neue Wallets kommen oder dass es schon meistens bestehende Leute sind, die zum Beispiel die Token hinzufügen oder doch Also eher das neue? kann ich jetzt, glaube ich, kann ich mir gar nicht sagen. Also Okay. das weiß ich gerade selber. Das sieht man, glaube ich, gar nicht bei den Analytics, welche Token hinzu, also wer, welche Wallet die Token hinzufügt. Das Okay. wäre, glaube ich, krass. Aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber nicht, dass das geht. Ja. Okay. Wie du vorhin mal erwähnt hast, jetzt kommt ja dann irgendwann auch diese APR-Übersicht. Ja. Was ist sonst alles noch so ein bisschen geplant? Habt ihr da schon Sachen sonst noch geplant oder wie sieht's da aus? Ja, also wir haben diesen Learning Journey geplant und zwar haben wir den auch in München ja angeteasert. Genau. Und zwar geht es darum, dass wir einfach die Leute bilden über DeFi, über was für Möglichkeiten es gibt, was diese ganzen Fachbegriffe bedeuten. Wir wollen, dass die Leute über die Projekte relativ einfach lernen, weil wenn ich jetzt von JavSphere, Jellyverse, Vanilla oder Black Swan oder so höre, dann weiß ich ja gar nicht, was, obwohl Black Swan ist noch nicht bei uns gelistet, aber die kommen, denke ich, auch in der Zukunft noch dazu. Aber wenn die darüber hören, die Leute, dann ja, ist es halt einfach schwierig, auch über die Projekte zu lernen. Also wie man genau mit denen interagiert. Bei unserer Plattform lernt man aktuell, was macht das Projekt, wer ist im Team, haben die einen Token, wie ist der verteilt, wie ist der Kurs, haben die offene Jobs und so weiter. Aber wie komme ich auf deren Social Links? Aber was sie halt nicht lernen, ist, wie man mit dem Protokoll interagiert und wie man es nutzt. Wie benutze ich JavSphere, DUSD Staking? Keine Ahnung. Also daran wollen wir arbeiten. Also, dass wir dieses Learning quasi einfacher gestalten für die Nutzer, spielerisch gestalten, richtig intuitiv. Und das ist quasi dieser Learning Journey. Man wird mehrere Level haben, durch die man sich durcharbeitet quasi und am Ende vielleicht auch eine Belohnung kriegt. Das muss man dann halt noch mit den Projekten absprechen. Das war jetzt nur eine Idee, habe ich auch in München gesagt. Vielleicht kann man, keine Ahnung, wenn man JavSphere Level 5 abschließt, kriegt man irgendwie ein paar JavToken. Das muss man, wie gesagt, noch mit den Projekten besprechen. Das ist nur eine Idee. Genau, aber wie gesagt, dieser Learning Journey wird ein Fokus sein für die nächsten Monate. Nimmt sehr viel Arbeit in Anspruch, weil wir selbst die ganzen Tutorials natürlich erstellen müssen, die ganzen Sachen programmieren müssen und so weiter. Und wir sind nur zu zweit und machen es nebenbei. Muss man alles berücksichtigen, aber wir sind dran. Haben, wie gesagt, schon die erste Ausarbeitung vom Design her gemacht, haben wir in München geteilt. Und der nächste Punkt, wo wir auch dran sind, sind On-Chain-Daten. Das habe ich auch in München schon mal angesprochen beim Event. On-Chain-Daten, ich weiß nicht, weißt du, was On-Chain-Daten sind? Nicht spezifisch, ehrlich gesagt. Also, Okay. Ja, okay, ich kann noch mal kurz zwei, drei Worte dazu sagen. Also beispielsweise von dem Vanilla-Token oder von den DFI, die auf der Metachain aktuell sind. Wie viele aktive Adressen gibt es denn von diesem? Wie viele aktive Adressen halten Vanilla-Token? Wie viele aktive Adressen halten DFI auf der Metachain alles? Das wäre zum Beispiel eine On-Chain-Metrik, ein On-Chain, eine, ein, also On-Chain-Daten, die man darstellen könnte, beispielsweise in Form von Graphen. Anderes Beispiel, man hat Long-Term-Holder und Short-Term-Holder von Vanilla-Token oder von Emblem-Token. Bisher gibt es nur die zwei, deshalb sage ich immer diese Beispiele. Wie verhalten sich die Long-Term-Holder? Sagen wir zum Beispiel, Long-Term-Holder sind definiert als eine Entität, eine Person, die über 180 Tage den Vanilla-Token hält. Alles darunter sind Short-Term-Holder. Dann guckt man sich an, wie verhalten sich in Bezug auf den Preis, dann sieht man den Preischart und dann sieht man, wie sich diese Long-Term-Holder und die Short-Term-Holder verhalten im Verhältnis zum Preis. Sprich, wenn der Vanilla-Token beispielsweise um 5 Cent fällt oder 10 Cent, keine Ahnung, sagen wir 10%, wie verhalten sich die großen Anleger und also die Long-Term-Holder und die Short-Term-Holder? Und daran kann man meistens erkennen, meistens sind Long-Term-Holder eher die langfristiger irgendwie denken, die irgendwie schon große Bags haben oder so weiter. Da könnte man auch wieder die Wale tracken. Also man könnte viele verschiedene Metriken quasi nutzen, um halt die Daten zu analysieren und vielleicht auch die ein oder anderen Einblicke zu bekommen in das Token-Verhalten und der verschiedenen Entitäten auf der Blockchain. Könnte man einfach gesagt eigentlich sagen, wie eine DeFi, also DeFi Chain Analytics, ein bisschen in einem anderen Rahmen auf DMC Universe.
Sozusagen. Also, Ja. wie gesagt, diese ganzen Token tracken, also ob es jetzt DFI auf Metachain sind oder VAN-Token oder MLAN-Token, Jelly-Token, Jeff-Token, diese ganzen Token könnte man tracken. Man könnte beispielsweise, ich weiß nicht, ob wir das gecodet bekommen, da arbeiten wir ja auch mit den Jungs von Ebox zusammen, mit dem Paul und dem Lukas. Die helfen uns ja auch, weil ich persönlich habe keine Ahnung, wie man die ganzen Daten von der Blockchain ausliest. Das ist, ja, ich mache den anderen Part dann. Ja. Und genau, aber theoretisch könnte man ja auch Jelly-Token und den Jeff-Token übereinander legen und deren Performance im Vergleich irgendwie tracken oder so. Also man kann ja wirklich verschiedene Möglichkeiten, die Dinge zu kombinieren, sind wir wie gesagt auch dran und gucken, dass wir das auf jeden Fall auch im, ja, neben dem Learning Journey als nächstes Feature auf jeden Fall auf die Beine stellen und dort vorangehen, genau. Interessant. Ich denke, da kann man sicher gespannt auf die Zukunft sein von DMC Universe. Wenn wir noch kurz auf die Meta-Chain zu sprechen kommen könnten, Ja, was sind für gerne. dich die vielversprechendsten Projekte so in dem Moment oder auf was bist du gehypt für die, also ja, sind ja schon viele Ja. Projekte auch angekündigt, was siehst du so? Ja. Also ich finde, es gibt viele vielversprechende Projekte. Ich bin sehr gespannt. Also es sind ja jetzt, wie gesagt, noch nicht so viele live. Aber wer zum Beispiel abliefert, ist Vanilla Swap, oder Vanilla Labs. Die haben ja schon relativ viel gepusht, haben jetzt ihre V3, also dritte Version quasi released. Und ja, die Jungs, die machen einfach, die pushen einfach. Jellyverse wird auch demnächst live gehen. Black Swan, was die da gezeigt haben auf den in München als Präsentation, auch mega. Ja, ich bin einfach gespannt. Es gibt jetzt kein Projekt, wo ich sag, Alter, das ist das Beste oder Alter, das ist nix. Also ich bin irgendwie auf alles gespannt. Ich freue mich über jedes Projekt, das auf der Metachain baut und quasi ja das Ökosystem voranbringt, weil jedes Projekt bringt Nutzer mit, bringt das Ökosystem voran. Deshalb, hast du einen Favorit oder sagst du auch, alle sind irgendwie gut? Bis jetzt bin ich mit ziemlich jedem Projekt, das ich bis jetzt benutzt habe und gesehen habe, sehr zufrieden. Wie gesagt, ich finde momentan eben der Fokus liegt schon sehr stark auf dem DUSD. Ich denke, in JavSphere, das ist super, dass die das Ganze mit dem DUSD machen. Ich persönlich finde, es wird wenig mit dem DeFi-Chain-Token selbst gemacht. Ich denke, da kommt in Zukunft mit anderen Projekten sicherlich auch was. Aber ansonsten bin ich sehr zuversichtlich und probiere halt auch mit den Videos etc. Leute mehr auf die DeFi Metachain zu bringen, dass die Projekte auch genutzt werden. Weil ich denke, es wird auch attraktiver für Entwickler, attraktiver für Entwickler, wenn die ja, Projekte auch genutzt werden, statt wenn da 10 Projekte sind, die fast keinen Nutzer haben, dann würde ich als Entwickler wahrscheinlich auch nicht auf die DeFi-Chain gehen. Ja, absolut. Also auf jeden Fall auch nochmal, ich habe gesehen, dass du da Videos machst. Auch danke für dein Video zu unserem Projekt. Also so ein Gerne. kleines Tutorial-Walkthrough. Ist schon das dritte Video, glaube ich, zu DMC Universe. Also das muss man, ist einfach cool, wenn Leute Videos über deine Plattform machen und das offensichtlich auch nutzen. Und du hast vollkommen recht, wir brauchen mehr Aufklärung auch. Und ja, der Fokus muss irgendwie dahin shiften. Wir müssen es irgendwie schaffen, die Leute von außerhalb von DeFi-Chain-Ökosystem auch auf unsere Chain zu bekommen, auf die DeFi-Meta-Chain. Wir haben da jetzt was Großes quasi mit diesem Layer. Andere mögen sagen, ja, den gibt es schon vor anderen Chains. Ja, stimmt, aber trotzdem heißt nicht, dass unser schlecht ist. Also wir können ja trotzdem bei uns bauen und die Chain voranbringen. Und dann wird auch DFI und die ganzen Meta-Chain-Projekte davon profitieren. Ich glaube halt, dass der Fokus ein bisschen mit Meta-Chain auf die Token der Projekte geht und weniger auf DFI liegt, weil es eben jedes Projekt ein eigenes Interesse natürlich auch hat, ihr Projekt voranzubringen und ihr Projekt zu pushen. Aber ja, ich bin voll bei dir, dass wir mehr Entwickler anziehen müssen und dort das Ganze voranbringen müssen. Aber ich sehe da auch große Chancen, dass wir es halt irgendwie schaffen können. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt solche coolen Projekte haben, die hier schon in den Startlöchern sind oder teilweise schon live. Und ich bin ja auch mit den Projekten in Kontakt und ja, ich bin einfach zuversichtlich, dass hier ja, die Meta-Chain und die Projekte, die kommen, ja, abliefern werden. Das ist schön zu hören und ich denke auch, die Leute, ja, sind sich auch gehypt, dass alles in Zukunft kommt. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte oder etwas, was du den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also vielleicht schaut natürlich gerne auf unserer Plattform vorbei, schaut, dass ihr mit der Meta-Chain interagiert. Probiert es einfach aus, man kann nur dazulernen und wenn man kleine Summen irgendwie verliert, ist es, also wenn man $1 verliert, ich glaube, das verkraftet jeder. Deshalb, falls man irgendwann mal eine Transaktion falsch macht oder so, das passiert immer, man lernt fürs nächste Mal dazu. Und wir möchten es halt mit DMC Universe so einfach wie möglich machen, dass man eben nicht Fehler begeht sozusagen und das Ganze einfach gestalten. Deshalb probiert es aus,
Fügt die Token hinzu, fügt das Netzwerk zu eurer MetaMask hinzu bei Deems Universe und testet die Plattform, informiert euch. Das würde ich sagen. Und ja. Perfekt. Und ich werde auch alles in die Videobeschreibung packen, sprich den Link zu DMC Universe, auch den Linktree zu Paddy, wo ihr auch in seinem Podcast hören könnt, die Blogartikel lesen könnt. Und ja, ich bedanke mich für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, die Leute wissen jetzt auch mehr über DMC Universe Bescheid, wahrscheinlich auch mehr über die Meta-Chain selbst. Und ja, Ich hoffe danke. es. Ich danke euch fürs Zuschauen, dir fürs Interview und ja, dann bis zum nächsten Video. Ganz kurz, was wir noch machen Ja. müssen, das machen wir nächstes Mal. Und zwar, du bist auch mal bei mir zu Gast im Podcast. Und dann machen wir das mal Okay. umgekehrt. So. Gut, in Perfekt. dem Dann Sinne ist es jetzt auch noch auf Video. Und dann danke fürs Interview, Manuel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. sehr gerne. Ciao zusammen. Ciao.